Jo, moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einem EFT-Video. Heute ohne Ballerei, ohne Tote, ohne Lösen von Quests. Heute gibt es einfach mal nur meinen aktuellen Status sozusagen. Wie sieht mein Stash aus? Wie sieht mein Hideout aus? Welches Level habe ich? Welche Eigenschaften haben welches Level und so weiter. Kasa wollte halt gerne mal wissen, wie mein Stash aussieht, und JFK von Bass Vision hat mich letztens gefragt, welches Level ich eigentlich schon habe. Heute wollen wir das mal, das Geheimnis mal lüften. So, fangen wir am besten mal mit dem Charakter an. Das ist mein aktuelles Gear. Ach so, heute ist der 26. Oktober. Es ist 13.32 Uhr, also das ist jetzt wirklich aktueller Stand bei mir. Sachen und hat nichts mit den Videos zu tun, die noch kommen werden. Die sind noch relativ alt. Aktuell hänge ich da noch im Juli, glaube ich, rum, und wir haben jetzt Oktober, also es gibt noch genug Futter, aber ich wollte euch halt mal einen kurzen Einblick zum aktuellen Stand liefern, wie es bei mir jetzt momentan aussieht. Drei Magazinboxen, ein Eyecase mit Schlüsseln und ganzen Krams drin, Waffen, Helme, meine Futterbox, meine Medipacks oder Medicases, randvoll gefüllt. Hier habe ich schon in freudiger Erwartung, dass es finanziell so gut weiterläuft, weil aktuell sind es knapp 11 Millionen. Ich war schon auf 12, dann hatte ich noch im Hideout die Solarstation ausgebaut. Hat mich nochmal knapp 2 Millionen gekostet. Ist gerade mal so gut halb gefüllt, aber es wird, Leute. Das Geld kommt langsam rein. So, die Waffencases, meine aktuellen Waffen, die ich da so abgelegt habe. Waffenmods, letztens die M700 noch durch eine Quest bekommen. Helme, die durch die Versicherung wieder zurückgekommen sind. So, den Kopfhörer, die ich dem Gegner abgenommen habe. Eine leere Weste. Hier noch Waffen, Body Armor, Waffenmods, Schlüssel tummeln sich rum. Es sieht noch ein bisschen aus wie ein Schweinestall. Obwohl, langsam nimmt es Form an. In den Westen habe ich hier noch meine Waffenmods abgelegt. So sehen aktuell meine Verbrauchsgüter aus, die ich mir aufhebe für Quests, die man noch braucht, oder für Tauschgeschäfte oder halt einfach um Munition herzustellen. Habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen und das mal alles aufgeräumt. Das war eine sehr schöne Sache. Den GB Coins. Das Geburtstagsgeschenk von Battlestate Games. Gab gerade recht. Waffen und Mods. Waffen und so weiter und so weiter. Ach so, Munitionskisten. Aktuell, für die letzte Quest, hatte ich halt die M856A1 gespielt, weil ich insgesamt 48 Scavs erschießen musste. 12 auf Shoreline, 12 auf Customs, 12 auf Interchange und 12 in Woods. Da wollte ich halt nicht die gute Munition verschießen, weil für die Scavs reicht das allemal. Und falls es doch zum Feindkontakt kommt, ist die Munition auch nicht so schlecht. Ja, kommen wir nun zu den Übersicht, zur allgemeinen Survival-Rate 30%. Weiß ich nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Dafür spiele ich das Spiel noch nicht lang genug, um es einschätzen zu können. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen oder so und sagen, ja, ist okay, oder könnte besser sein. Eine KD von 2,2. 7-mal Missing in Action. Manchmal mit Absicht. Manchmal leider durch einen Unfall nicht wieder heil rausgekommen. So, gucken wir uns mal schnell noch die Stati an. Ja, trinken, essen, okay. Verursachter Schaden. Benutzte Munition, Hitcounts, fatale Hits. Ja, dann hier die Level 11 bis 30 Spieler, 42, Level 31 bis 50 Spieler. 23 Stück. Insgesamt waren es 89 PMCs, die ich bisher über den Jordan geschickt habe. Ja, Scavs zählt leider halt auch
die Scath Player mit rein, die auch mit dran glauben mussten. Longest Shot, Shot Distance, 332 Meter, kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich die gemacht habe sozusagen. So, ach ja, Spielzeit, 634 Stunden, zählt das, was ich gerade mache, eigentlich mit als Spielzeit oder ist das wirklich nur im Raid sozusagen die Zeit gemessen wird? Das weiß ich auch nicht. Ja, so, das wäre eigentlich das bisher, was es hierzu zu sagen gibt. Skills, aktuell auf dem Weg zu Level 36, Endurance Level 19, Strength Level 4, Vitality Level 7, ist okay. Health Level 14, da könnte ich jetzt noch 2 Punkte dazu kriegen, wenn ich bei, wie hieß die eine? Schnell mal gucken. Ach, Therapist, genau. Bei Therapist könnte ich mir dann auch noch eine Quest für 400.000 Rubel abgeben, dann komme ich noch 2 Health Punkte dazu. Ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig vielleicht, obwohl ich kann es mir jetzt langsam leisten. Stress Resistance Level 5, Metabolism Level 7, Perception Level 14, Attention Level 8, Memory Level 14 ist nicht schlecht, Intellect Level 1, Charisma Level 9, das ist sehr gut, kann man immer gebrauchen, die Preise bei den Händlern etwas für sich zurechtzubiegen, Memory, so sind wir bei den Waffen, Skills, Pistole habe ich ja, bisher nicht so oft gespielt. SMGs, Shotguns auch nicht. Sniper, ja, schon Level 2 immerhin. Assault Rifles natürlich Level 7, was sonst. LMGs, ja, Level 0. Spiele ich sehr selten. Hier habe ich mal, glaube ich, mal einen erschlagen oder zwei oder so, keine Ahnung. Throwables Level 1, DMRs Level 1, Aim Drills Level 3, das ist gut. Recoil Control Surgery ist auch gut. Man fliegt sich ja doch schon mal hin und wieder zusammen. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin tot. Mist! Man bricht ab! Er knipst sich ja zusammen, Alter. Finde ich auch gut, weil ich glaube, da wird die Zeit reduziert. Okay, 2%. Die Verluste sozusagen durch die Heilung werden auch ein bisschen minimiert. Surge Level 12, Covered Movement 9. Weil ich schleiche auch recht gern mal durchs Gelände. Mag-Drills Level 2, was mich eigentlich wundert, weil ich doch ziemlich oft ja, Magazine nachlade und so einen ganzen Quatsch. Drone Movement. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie neu dazugekommen, oder? Das Crafting Level 6, das ist sehr gut. Und Hideout Management auch. Ja, was gibt's noch? Map Tasks? Ne, gut. Da sind wir jetzt soweit hier durch. Können wir zum Hideout gucken? Sieht so aus, Rest Space Level 3, also Maximum Library ist fertig, Heating ist fertig, Med Station ist fertig, Air Filtering Unit ist fertig, Boost Generator ist fertig, auch noch nie benutzt sozusagen, Nutrition Unit ist fertig, Water Collector auch, Bitcoin Farm ist auf Level 1, wird, ja, wenn ich hier die Grafikkarten, wenn ich noch 2 Grafikkarten habe, dann werde ich dann auch das Level erhöhen. Intelligence Sender ist auf Level 2. Mal sehen, ob ich das noch auf 3 hochbringe. Wahrscheinlich schon, wegen den Scav Cooldown Timer und wegen der Flea Market Commission. Immerhin 30% ist nicht zu verachten, sozusagen. Workbench ist auf Level 3. Lavatory ist Level 3. Stash, naja, sowieso. Höher geht's nicht. Und die Scavs rammeln schon wieder los für mich und suchen mir Zeugs zusammen. Noch 45 Minuten. Ist eine feine Sache, kommt eigentlich immer wieder das Geld mehr als rein sozusagen. Ich hole mir eigentlich immer für 7.000 Rubel, lasse ich die Brüder losrennen und kriegst du eigentlich locker immer das Geld wieder rein. Im Schnitt machst du richtig gut Geld damit. So, das war's eigentlich zum Hideout. Flohmarkt Reputation ist bei 7,27. Das ist richtig krass, da hochzukommen. Ich brauche noch knapp 3 Punkte und dann kann ich endlich 4 Artikel einstellen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Der ist Max, die ist Max. Den habe ich auf Max, den und jetzt arbeite ich noch an den 2
Typen, die halt Level 40 verlangen und das ist jetzt das Ziel, Level 40 zu werden und dann natürlich halt auch noch einige Waffenmods, brauchbare Waffenmods freizuschalten für meine M4 sozusagen. Die habe ich aktuell noch nicht auf dem Niveau, so kann man ja hier gucken, Recoil 53, Horizontal Recoil auf 146, da geht noch ein bisschen was, mir fehlen noch Mods, die ich noch bräuchte, die ich aber nicht im Fliehmarkt kaufen will unbedingt, weil es doch Schweinegeld kostet und bin eigentlich so recht zufrieden mit der Waffe, wie sie aktuell ist. Und ja, scheint auch langsam zu meiner Lieblingswaffe zu werden. Ich habe noch reichlich, ne, hier war es nicht, reichlich Ikolnik auf Lager sozusagen. Die will ich auch noch verschießen. Deswegen habe ich mir die Waffen noch aufgehoben. Und hier war noch eine RPK, glaube ich, irgendwo drin. Da geht die Munition noch raus. Ansonsten bin ich eigentlich mit der M4 sehr zufrieden. Hat eine Weile gedauert. Ich mich da auch rangewagt habe an so eine Waffe. Aber wie gesagt, dank dem Geburtstagsgeschenk und den GP-Coins ist das ja alles ein Schnäppchen sozusagen. Quatsch, wo haben wir es denn? So, hier kriegst du sie schon für 4 GP-Coins. Relativ gut gemottet sozusagen schon. Man braucht bloß noch einen Griff dran, mein Visier dran und vorne den Mündungsfeuerdämpfer ändere ich noch. Ansonsten ist das ein schönes Geschenk und ich meine, ich kann mir noch einige Waffen davon holen. Ich kann noch ein paar Mal drauf gehen, was in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so oft passiert ist. Deswegen ist mein Stash auch so voll. Ich habe schon echte Platzprobleme stellenweise. Ja, Leute. Granaten sind auch noch reichlich da. So sieht es momentan aus bei mir. Bin recht zufrieden. Ich spiele das Spiel jetzt fast. Warte mal. Juni, Juli, August, September, Oktober, fast 5 Monate. Also ich habe, glaube ich, Ende Mai angefangen, am 28. Mai oder so. Wären jetzt fast 5 Monate. Hatte vor 1-2 Jahren mal einen kurzen Blick in Tarkov getan, aber so richtig hat es mich nie gepackt. Aber dieses Jahr schon. Dieses Jahr bin ich, wie gesagt, jetzt 5 Monate aktiv dabei und es hat mich richtig am Arsch, das Spiel. Ja, es hat eine Weile gedauert sozusagen, ehe man wirklich sagt, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt verstehe ich es, jetzt verstehe ich auch die Ingame-Mechaniken, also die Raids, wie die Raids funktionieren, wo du langläufst, die Maps kennt man jetzt schon langsam. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin eigentlich, ja, soweit recht stolz, auch auf den Level sozusagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich damals, habe ich es ja nie, wie gesagt, nie ernst gespielt. War wahrscheinlich mal immer mal so Level 2 oder 3 oder so, keine Ahnung. Aber jetzt ist die Sache doch schon langsam am Laufen und langsam komme ich rein und langsam verliert sich der Noob-Status, glaube ich auch. Also langsam bin ich wahrscheinlich schon fortgeschritten. Keine Ahnung. Okay, Leute, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und lasst gerne ein paar Kommentare da, wie es aussieht bei euch oder ja, wie gesagt, hier zu meinen Stati, die ich hier habe, gerade Survival Rate, weiß ich nicht, ob das 30% klingt nicht viel oder so, aber andere hatten schon weniger und sind besser als ich, von daher kann ich das sehr schlecht einschätzen, ich würde das gern eurer fachmännischen Erfahrung überlassen und ja, freue mich drauf, wir sehen uns, bis dahin, tschüssi.